Ein Mettbrötchen. Die Wachen sind alle weg? Zumindest waren keine hier am Tor. Drinnen sieht es allerdings anders aus. In den Korridoren wimmelt es von Akasischen. Vermutlich Wärter, die es nicht rausgeschafft haben. Wenn Chadwick... Blablabla. Mach auf! I kill them all! Ob die Flut im Inneren schlimm genug ist, um Träger zu verwandeln? Ich hoffe nicht. Schauen wir mal, wer verwandelt wurde. Fest verschlossen. Hä? Morgen, Anja. Viel Spaß und schon mal einen guten Rutsch. Dieser Ort war also kreiert. Oh Gott. Hier gibt's einen oben. Tschü. Lass sie nie ärgern über die jahreswechselnde Nacht. Vorsicht, Bruder. Hi. Noch keine Spur von den Trägern. Ich hoffe, du hast unten mehr Glück. Vorsicht, Bruder. Wie ist die an denen vorbeigekommen? Still. Achtung. Was ist dein Problem? Hau ihn doch einfach auf die Fresse. Ist doch. Sieht mich doch nicht, dass da Feinde sind. Bin ich hergekommen? Hi! Auf. So, hallo. Deswegen bin ich jetzt hier, oder was? Um den einen Gegenstand hier zu sammeln. Lustig, wie er manchmal einfach springt, statt es dann anzusehen. Valuta, da kümmern Sie. Heißt Nummer 3. Und dann kommt noch als letztes irgendwo so ein fetter Gegner wetten, wie immer, und dann habe ich es geschafft. Sie haben nichts als Akasische hier. Hoffentlich sieht es oben nicht so schlimm aus. Ich war gerade oben. Ich sollte besser nach Doris sehen. Oben schon aufgeräumt. War schneller als das Spiel. Dachte mir schon, dass die alte Hilfe braucht. Die kann ja nix. Ich meine, die heißt schon Doris. Das würde Doris ein epischer Name sein. Niemals! Hallo Doris. Unten war niemand. Ich weiß. Tritt und nicht. Tütatitatutating. Vielleicht öffnet er. Ich probiere ihn. Natürlich. Schlüssel des Kökermeisters.
ist das Haupttor, oder? Unten. Jetzt wird's gleich interessant. Jetzt kommt nämlich gleich was Dickes zum Töten. Ich mag töten. In dem Spiel. Bestimmt wieder so ein Fettsack-Ollum. Let's go! Hallo, ich bin der Clive. Ich bin hier, um euch zu töten. Ich laufe jetzt einfach mal hier rein. Oder? Nein? Nicht das, was ich machen soll? Dachte ich, das wäre jetzt meine Aufgabe. Bernstein. Da stöhnt jemand. Ein Mädchen. Sie ist ganz in der Nähe. Hier. Bist du allein? Ja, sie, weißt du, halbe Stunde später trudelt die Doris auch mal ein. Oh, jetzt. Sag ich doch, da kommt was Dickes. Hold on! Ui, da! Da drinnen auf mich. Was bist du? Ich muss es töten. Bist du ein Behemoth? Es wird keinen Träger mehr fressen. Das Ding frisst, glaube ich, nicht nur Träger, das frisst ganze Welten. Wo war denn der Eingang hier? Da. Hallo erstmal, ich bin der Clive. Ich bin hier, weil ich Angst habe vor Spinnen. Kusa-Bestie. Ah, schön. Das ist sogar eine berüchtigte Bestie. Perfekt. Spare ich mir das Gesuche. Hi. Schön, dass du da bist. Sonst gibt es ein Blutbad. Erstmal einen schönen, fetten Ionenblitz. Dann eine Lebensflamme. Im Menü gibt es dann nochmal ein bisschen Diamantenstaub. Und einen leicht verdaulichen Gigaflare in deine blöde Fresse. Außerdem kann ich mich noch verwandeln und hau dir jetzt noch mehr aufs Maul. Boah, lass den Scheiß. Taran, tam, 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 ta. Oh, immer schön ins Gesicht. Das war's. Das überlebt er nicht. Zeig ich doch. Gegen den Ionenblitz, der macht fast 20.000 Schaden. Das ist viel zu viel, auch für so einen. Aber gut, ist der auch erledigt. Damit fehlt jetzt, glaube ich, noch eine oder zwei Bestien. Und dann ist es geschafft. Alle 32 müssten dann erledigt sein. Endlich. Finally. Sid, bist du verletzt? Ich muss mal gucken, hier riecht's komisch. Moment. Alles gut. Glaube ich. Oh, nein. Was ist? Ein Tagebuch. Das habe ich Chadwick geschenkt, als ich ihn das letzte Mal sah. Er war also hier,
Meinst du, die Kreatur? Er hat bestimmt tapfer gekämpft. Dank ihm hat das Mädchen überlebt. Chadwick, du Narr. Komm, bringen wir sie ins Versteck. Sein Opfer soll nicht umsonst gewesen sein. Bla bla bla. Cedric. Dafür, dass sie gut versorgt wird. Die Entertainer. So, wie viel ist denn das jetzt hier noch? Mann, Mann, Mann. Hört ihr nicht auf. Ach, der geht echt ins Versteck. Ah! Idiot, Mann. Da war doch noch eine Quest, die ich noch... Mann. Ah, du gebürtiger Penis. Heidemarie? Stell dir mal vor, in echt würden solche Unterhaltungen laufen, wo du nur vorspulen kannst. Wäre schön. Ja, dann gebe ich jetzt die Kacke hier einfach ab. Was soll, jetzt bin ich schon da. Egal. Mit? Ach, du hörst... Und dein... Die, ich... Oh, noch leid, jetzt geht's wieder los. Rumpelstilzchen. Aber Heidemarie hätte besser geklungen. Wie du angebaggert wirst, egal wo du hingehst. Von einem Typen 140 Euro Trinkgeld? No way. Das alles? Wir haben eine ganze ja, du sollst sie ja auch korben, oder? Musst du doch sogar. Du darfst ja die nicht knallen. Kannst du nicht machen. Kannst du nicht einfach die Gäste bumsen da im Lokal. Hat Metadol schon etwas von einem nächsten Projekt? Wie sieht es aus, wenn du auf einmal auf dem Tresen liegst, nackig? Kannst du nicht machen. Das spricht sich ja rum. Und? Klar habe ich's. War jetzt auch extrem schwer, die Kinder... Ich musste die... Ich glaub, Gott, schon. Du willst gar nicht wissen, was ich denen antun musste. Darauf aufgepasst. Ist es das? Ich glaube, es gibt wenige Leute, die sich in aller Öffentlichkeit auf einem Bartresen vernaschen lassen würden. Für Trinkgeld, oder? Ich weiß nicht, ob sowas wirklich gibt. Die baut jetzt ein Schiff, das fliegen kann. Guck mal. Dann wollen wir mal sehen. Zum Donnerwetter. Es sollte doch nicht wirklich fliegen, oder? Natürlich sollte es wirklich fliegen. Sonst wäre es ja wohl kein Luftschiff. Das ist doch kein Luftschiff, hä? Dieser Antrieb. Oh, echt, dieses Ding macht mich noch verrückt. Vor allem, warum sind da Ruder dran? Was soll das bringen? Sollen die in der Luft der rudern? Der Antrieb ist dafür gedacht, Träume zu erfüllen. Anneket. Das ist doch kein Name. Anneket. Fehlt doch die Hälfte. Dieser besser nicht in Erfüllung gehen. Bringt man Menschen das Fliegen bei, dann... Jetzt quatsch doch nicht immer so viel, Mann. Kein Schwanz interessiert es gegen Ende des Spiels. Noch mehr Kinder ohne Väter und Mütter. Anneket ist kein Name. Heißt es nicht Annegret? So wie ich damals. Du warst einfach immer brabbel, brabbel, brabbel. Ja, mir auch. Ganze Zeit, oder? 60 Stunden nur Dialog. Was würdest du tun? Dem Verstand folgen oder dem Herzen? Deinen Dialog skippen würde ich. Du bist so unwichtig mit. Keiner braucht deine Story jetzt. Wirklich schwierig.
Ja gut, die Schweizer sind komisch. Das erste Mal an Deck deines Schiffes. Oh, echt jetzt? Mit dem Wind im Haar. War es, als würde ich fliegen. Oh, das ist echt anstrengend, da jetzt nochmal so einen Dialog reinzuklatschen. Nach 7 Stunden und 40 Minuten Stream. Man jagt einem Traum nach oder kriecht ins Grab. Er hatte recht. Und nicht nur in dieser Hinsicht. Auch wenn ich es ungern zugebe. Menschen brauchen Träume zum Leben. Ganz besonders in dieser Welt. Gut. Gut. Wenn alles vorbei ist, bringe ich all meine Mithril-Antriebe nach Semekis. Schon wieder? Wird der schon wieder krank? Ja, mein Traum wird nicht eines Tages zum Albtraum für andere. Und deine ganze Arbeit? Meine ganze Arbeit wird niemals für Kriege benutzt werden, klar? Aber sie ist auch nicht verloren. Sag mal, Clive, warst du schon mal auf Schatzsuche? Nein. Seit Joshua und ich klein waren. Wieso fragst du? Weil ich die Baupläne für den Antrieb verstecken und ein Rätsel hinterlassen werde, mit dem man sie finden kann. Ein kompliziertes, damit nur wirklich leidenschaftliche Träume. Warum? Warum sollte das jetzt. Warum macht man das? Damit die nachfolgenden Generationen wieder primitiv werden und nicht fliegen können. Ich sehe schon vor mir, wie irgendein hirnloser General auf die Worte starren und ein dummes Gesicht machen wird. So wie du. Ja. Ja. Bitte sei fertig. Jetzt nicht nochmal weiterlaufen lassen hier, die Quest. Aber wenn ich eine ganze Schatzsuche und... Bla 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 bla. Ja, Gott sei Dank. Boah, zieht sich das lang. Ah, ich hoffe, ich krieg das Level da noch. Einer ist oben. Noch gleich abgeben. Hat Midadol schon etwas von einem nächsten Projekt erzählt? Heck da. Nicht wirklich. Sie scheint sehr mit sich selbst. Aber... Wart ihr besser? Ja. Dürfte das... Der direkt auswählig, den ich nie es abgibt. Also Respekt an den, der sich jeden Dialog komplett anhört. Wirklich. Und 1000 Fähigkeitspunkte. Alter, jetzt gönnt's aber hier. Da ist schon, sind schon wieder... Wieder eine neue Mission. Boah, krass. Es hört nicht auf. Nicht, dass ich jetzt insgesamt ein Problem damit hätte, weil so werde ich vielleicht noch ein paar Level. Ein oder zwei, weil so wäre cool. Aber es ist wirklich anstrengend, weil die Art der Nebenmissionen ist schon... Oh, da ist wirklich Dünnschiss haben angenehmer als das. Das schaue ich mir gleich an, weil das ist dann Viecher töten. Vivian, dein... Du hast... Ich das... Mit, das oh, es wird wie... Dies... Das, sie, es, sie, auch, sie und denk. Ganz... Aber je länger ich hier... Wenn ich also... Verschenke... Ich... Wieder was erledigt. Natürlich ist ein neuer Auftrag verfügbar, was auch sonst.
Onkel, der Fertig. Und wie bitteschön bringen wir das Getreide überall? Komm, schneller. Der sieht stoned aus. Nun, meinst du, die Wette wird... Ach ja. Was zum Geier ist ein Wolkensturz? Weißt du, was das ist? Das da oben. Wie zur Hölle soll Sid damit fertig werden? Ach, das habe ich doch gern. Clive! Und komm. Du Heil... Direkt... Der... Die... Die... Schli- jetzt... So. Und ich... Das... Das dachte ich, das sind die drei Au... die vier Audi-Ringe. So. Ich hab schon Halluzinationen, glaube ich. Stimmt. Dafür den Aufwand, um das der Schwangeren da zu schenken, oder was? Ich hoffe, die war es wert. Dafür mein Leben riskiert. Hast du nicht langsam genug? Oh, jetzt kann ich wieder nicht überspringen. Komm, egal. Ich überspringe das jetzt. Ich pack das nicht, diese Dialoge, die nerven. Ich muss da. Ist ja nicht so, dass gerade nochmal zwei oder drei neue Missionen hinzugekommen sind. Hört nicht auf, oder ist das unfassbar? So. Dann. Briefkasten. Sieh mal an, du lebst hier noch. Freilich. Ich hoffe, du hast es passend. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Schnell noch den Gürtel holen. Ist was kaputt? Mein Leben! Was willst du? Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf.
Ah, schau mal an, aber dafür habe ich mehr Life. Wegen 3 Verteidigung. Ist noch was? Halt. Kann ich das verbessern? Was willst du? Nee. Was das? Gut. Erst das mit dem Himmel, jetzt dieser Kristall. Ich denke, jetzt habe ich mein Maximum an Ausrüstungsstärke erreicht. Mehr geht nicht. Joshua sorgt sich. Natürlich bringe ich der noch ihre blöden Blumen. Doch logisch. Ungewöhnlich, das. Freilich. Was auch sonst. Joshua. Und da. Ihr es halt. Na dann. Dumm. Mannhöhe. Ist aber sehr, sehr frauenfeindlich, die Mannhöhe. Oh, fuck you, Alter. Da wieder rumreisen. Willkommen beim stillen Stifter. Das haben wir für dich bekommen, Sid. Hier, bitte. Jawohl. Komm bald wieder. Dann habe ich vielleicht... Damit haben wir jetzt auch alle Spenden. Da fehlt jetzt noch das Finale vermutlich. Noch 3 Viecher. Der Ritter des flammenden Herzen. Herrenlose Streuner. Heulende Todesfee. Gehen gleich raus, Bubi. Gleich. Erstmal schnell. Nebenmission und zum Schluss mache ich dann die Viecher und dann ist es geschafft. Dann kommt nur noch das Finale von diesem Spiel und Feierabend. Komme ich da hin? Besuche alle Orte. Wir sind da. Es tut mir. Wir suchen es. Für das und in. Ich gehe erst ins Versteck. Ich muss jetzt mit meinem Hund raus. Das geht leider nicht anders. Der stirbt sonst, wenn ich jetzt nichts mache. Gell, Bubi? Du darfst jetzt gleich. Gib das nur ab. Vielleicht und dann. Weiß einer von den Gärtnern, wo noch Schneeastern wachsen. Man kann über sie sagen, was man will.
Wo ist denn der Sackträger hin? Damit sollten wir bis nächsten Monat über die Runden kommen. Oh, Und? Die Garmier, ich stehe.